Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinumeric praxisgerecht und einfach zu erklären. Heute mit dem Thema Drehfräsbearbeitung auf der CY-Achse und Prinzip und Anwendung mit Sinumeric Operate auf der Drehmaschine. Unsere Agenda für heute: Zuerst sprechen wir über die Grundlagen des Drehens und des Drehfräsens, Einsatzmöglichkeiten, anschließend ein Beispiel für die Umsetzung des Drehfräsens mit Sinumeric Operate in Theorie und Praxis und zum Schluss die Fertigung eines Werkstückes an unserer Werkzeugmaschine. Die Entwicklung der CNC-Drehmaschinen ist geprägt von steigender Komplexität von diesen Bearbeitungszentren und damit ging natürlich einher ein Teilespektrum, welches sich gleichzeitig auch sehr stark entwickelte. Man konnte kürzere Fertigungszeiten erreichen und viel kompliziertere Teile in eben dieser kürzeren Zeit produzieren. Begonnen hat das Ganze bei zyklengesteuerten Maschinen mit der X- und Z-Achse, ging über die Maschinen mit CY-Achsen, Drehfräsmaschinen, unser heutiges Thema, bis hin zu Maschinen mit B-Achse, sogenannte Mehrspindler oder auch darüber hinaus den Langdrehautomaten. Was ist die Definition des Drehens? Ein rotierendes Werkstück wird durch Spanabtrag eines feststehenden Werkzeuges in Form gebracht. Dies geschieht auf der X- und der Z-Achse. Wenn an einem rotationssymmetrischen Bauteil wie diesem hier Flächen, Konturen, Taschen anzubringen sind, dann benötigen wir zusätzliche Achsen. Das sind in unserem Fall die C- und die Y-Achse. Die C-Achse ist in der Hauptspindel, das heißt, die Hauptspindel wird aus einer Rotationsbewegung wird eine positionierte und gesteuerte Achse, die sich entweder auf bestimmt definierten Positionen halten kann, daraus resultierend auch im Arbeitsvorschub sich in die beliebige Plus- und Minusrichtung gesteuert bewegen kann. Und zum Beispiel lassen sich dann diese Taschen oder diese Flächen realisieren. Und zusätzlich haben wir dann noch in unserem Fall eine Y-Achse. Das ist eine hundertprozentige Frässpindel. Dies stellt die Möglichkeit bereit, genau die gleichen Applikationen, Zyklen und Anwendungsfälle zu realisieren wie an einer richtigen Fräsmaschine. Der wichtigste Unterschied zwischen C- und Y-Achse ist, dass im Gegensatz zur C-Achse bei der Y-Achse eine Bearbeitung außerhalb des Werkstückmittelpunktes möglich ist. Was kann ich mit der C- bzw. Y-Achse tun? Die C- und auch die Y-Achse ermöglichen Bohr- und Fräsoperationen sowohl auf der Mantel- als auch auf der Stirnseite des Werkstückes. Beginnen wir mit der C-Achse. Bei der C-Achse, das ist eine Interpolation der Hauptspindel, sprich eine Ausgleichsbewegung, kann ich beispielsweise hier auf der Mantelfläche eine Tasche einfräsen. Hierbei kann das Werkzeug die Werkstückmitte nicht verlassen. Es muss also zwangsläufig eine Ausgleichsbewegung, wir sprechen hier von Interpolationsbewegung, der C-Achse erfolgen, um diese Dimension der Tasche schlussendlich zu erreichen. Ich kann natürlich auch von der Stirnfläche her eine gerade Fläche fräsen, auch hier durch Interpolation der C-Achse oder auch stirnseitige Bohrungen einbringen. Diese stirnseitigen Bohrungen lassen sich auch mit der Y-Achse realisieren. Im Gegensatz zur C-Achse benötige ich hierbei keine Interpolations-, sprich Ausgleichsbewegung, da die Y-Achse über den Mittelpunkt der Werkstückachse hinaus verfahren kann. Es lassen sich Taschen mit geraden Bögen erzeugen und auch Nuten. Selbstverständlich beides auch mit Fräser-Radiuskorrektur.
kommen wir nun von den Grundlagen des Drehfräsens zur Anwendung des Drehfräsens mit Synomeric Operate. Eine programmierte Verfahrbewegung muss transformiert, sprich umgewandelt werden in die realen Verfahrbewegungen der CNC-Maschine entsprechenden kinematischen Voraussetzungen. Hierbei unterscheiden wir zwischen zwei Funktionalitäten. Einmal Trazyl, das ist die Mantelflächentransformation, Cylinder Surface Transformation, und einmal Transmit. Transmit heißt Stirnseitentransformation, Transform Milling into Turning. Für die Stirnseitentransformation Transmit ohne Y-Achse benötigt die CNC-Steuerung eine kinematische Transformation zur Abbildung der Koordinatensysteme. Zusammengefasst kann man sagen, Transmit ermöglicht volles Bohr- und Frässpektrum für die Stirnseite von Drehwerkstücken. Genau wie bei der Stirnseitenbearbeitung sind grundsätzlich alle Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen für die Mantelflächentransformation Trazyl, sprich die Mantelflächenbearbeitung, geeignet. Wenn für diese Mantelflächentransformation eine Werkzeugradiuskorrektur notwendig ist, benötigt man dafür zwingend eine Y-Achse. Hier nochmal im Vergleich. Auf der linken Seite sehen wir die Bearbeitung Trazyl ohne Werkzeugradiuskorrektur und auf der rechten Seite Trazyl mit Werkzeugradiuskorrektur. Die Bearbeitung ohne Werkzeugradiuskorrektur erfolgt mit der C-Achse. Dadurch erhält man zwangsläufig schräge Wände und auch einen gewölbten Boden. Dies, wie gesagt, resultiert aus der Interpolation der C-Achse. Bei der Bearbeitung Trazyl mit Werkzeugradiuskorrektur kommt unsere Y-Achse zum Einsatz und hierbei erhält man gerade Wände, gerade Böden und man kann natürlich auch mit Werkzeugradiuskorrektur arbeiten. Bei unserem Praxisteil zeigen wir die klassischen Drehbearbeitungen wie Plandrehen, Längsdrehen, also die Technologien zur Herstellung rotationssymmetrischer Teile und natürlich auch die Fräsapplikationen. In diesem Falle eine Drehfräsmaschine, Bearbeitung auf der Mantelfläche mit der C-Achse, Mantelfläche mit der Y-Achse und natürlich auch die stirnseitigen Bearbeitungen sowohl mit C als auch mit Y-Achse. Wir beginnen mit der ganz normalen Plan-Dreh-Operation. Diese Operation zieht die Stirnseite des Werkstückes plan, so heißt es im Fachjargon, und danach erfolgt das sogenannte Überdrehen, das Längsdrehen, um den Durchmesser, den Außendurchmesser herzustellen. Auch hier wieder die gleiche Maske, nur halt in Bezug auf die Drehtechnologie im Längsdrehen. Die nächsten Schritte sind in diesem Fall das Fräsen des Vierkantes mit einem Fräser, und zwar im Bereich der Y-Achse. Und danach folgt das Programm mit den weiteren Schritten, die Bearbeitung mit der C-Achse, um ein Mehrkant zu fräsen. Und so wechseln sich die Bearbeitungen Y-Achse und C-Achse einander ab. Man kann diese Technologien bequem kombinieren. Das geht über die Auswahl C-Achse stirnseitig oder Y-Achse stirnseitig. Und man kann auch hier bei der Taschenbearbeitung sehr komfortabel auswählen, sehr prozesssicher, eine Mantelflächenbearbeitung mit der Y-Achse oder eine Stirnseite mit der C-Achse, alles unterlegt mit animierten Elementen. Hier eine Mantelflächenbearbeitung mit der C-Achse. Dies geschieht durch eine Interpolation der C-Achse und gleichzeitige Rotation des Fräswerkzeuges. Und hier sehr schön zu sehen, so erfolgt die Bearbeitung. Analog dazu für die Y-Achse, man erhält dadurch, wie schon angesprochen, den geraden Boden und senkrechte Wände. Jetzt starten wir das Programm zur Abarbeitung unseres Werkstückes. We'll be right back.
Wer sich entschließt, seinen Fertigungsprozess um die Technologie des Drehfräsens zu erweitern, investiert zunächst in Maschinen und Personal. Dadurch erreicht man eine deutliche Zeitersparnis durch Reduzierung der Rüstzeiten, Reduzierung der Maschinenstillstandszeiten, Senkung der Durchlaufzeiten, absolut kürzere Lieferfristen und natürlich auch einen optimierten Maschinenpark. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.